Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte dir heute 5 Self-Care-Tipps, vor allen Dingen jetzt für die Sommerzeit, geben. Und warum finde ich das so wichtig? Also ich habe die Erfahrung gemacht, und vielleicht du auch, dann schreib es gerne direkt mal in die Kommentare, dass ich, je wärmer das wird, umso antriebsloser werde ich und je unkonzentrierter werde ich auch. Und ich bin dann echt jemand, der sich weniger To-Dos vornehmen muss, weil ich einfach auch nicht mehr so leistungsfähig im Sommer bin. So, und jetzt in dem Moment, wo ich hier stehe, stehen uns die großen Sommerferien bevor. In 3 Tagen geht's los. Und ich weiß jetzt schon, dass es nicht immer easy peasy lemon squeezy wird, sondern dass ich an meine Grenzen kommen werde, weil ich wirklich 6 Wochen komplett die Kinderbetreuung übernehme. Mit allem drum und dran, wir fahren nicht in den Urlaub. Ich darf hier das Entertainment schmeißen und habe mich deswegen die letzten Monate ganz viel damit auseinandergesetzt, was ist für mich auch hilfreich in dieser Zeit. Und alles, was ich gemacht habe und was ich so für mich entwickelt habe, habe ich übrigens für euch im Sommerferien-Survival-Paket zusammengeschnürt. Das könnt ihr euch für 0 Euro über den Link in der Videobeschreibung herunterladen. Da sind so Dinge drin, die mir geholfen haben, erstmal eine Tagesstruktur zu haben, zu überlegen, wann können wir was machen, eine Liste zu haben, eine Aktivitätenliste, was können wir machen, wenn es super heiß ist, was können wir auch mal zu Hause machen, was können wir bei Regenwetter machen. In diesem Survival-Paket ist aber auch drin eine Kurzmeditation für mehr Gelassenheit, damit wir auch in den stürmischen Zeiten der Sommerferien gelassener bleiben. Und was ich euch auch reingepackt habe, ist eine Übung, die ihr auch mit euren Kindern machen könnt bei negativen Gefühlen und wie man die dann wieder loslassen kann. Also ladet euch das gerne runter, teilt das Video gerne mit allen Mamas, die diese Infos und Tipps auch brauchen. Und jetzt starten wir mit den 5 Self-Care-Tipps für deinen Sommer. Punkt Nummer 1, trink mehr Wasser. Es klingt so logisch und ich habe ein paar Tage gebraucht, bis ich gemerkt habe, es heißt, musst mehr trinken. Deswegen möchte ich es hier nochmal anbringen. Bitte trink einfach viel, viel, viel mehr Wasser. Das hilft dir auch, mehr Energie zu haben, mehr Schwung zu haben und mehr zu schaffen. Tipp Nummer 2, nimm dir mehr Pausen. Mach einfach öfter eine kleine Pause. Und dann kannst du dich auch einfach hinlegen und mal 5 Minuten nichts machen. Oder im besten Fall 5 Minuten meditieren, weil dich das noch zur Ruhe bringt und dir wieder Energie schenkt. Aber plane dir mehr Pausen ein. Die Hitze macht was mit uns. Die raubt uns einfach Energie. Tipp Nummer 3, nimm es auch einfach an. Genieß den Sommer, um Himmels Willen. Genieß die Zeit, mach Pausen, chill mal, iss eine Wassermelone, lieg am See und mach einfach mal nichts. Geht auch als Mama mit Kindern. Darf man nämlich auch so sagen. Ich brauche jetzt mal kurz 5 Minuten Pause. Ihr könnt gerade dies oder jenes machen, aber ich brauche das mal für mich. Und umso öfter eure Kinder das von euch hören, regelmäßig, die machen das. Die kommen dem nach. Ich kann meinen Kindern sagen, Leute, ich gehe jetzt mal meditieren 10 Minuten und dann habe ich auch diese 10 Minuten meine Ruhe und dann kann es weitergehen. Tipp Nummer 4 für eure Self-Care im Sommer. Hört auf euch und euren Körper. Setzt euch doch einfach mal hin und spürt mal in euch rein, was brauche ich gerade? Muss ich gerade was trinken? Habe ich heute zu wenig gegessen? Brauche ich eine Pause? Brauche ich Bewegung? Brauche ich vielleicht auch Schlaf, weil ich in der Nacht zu wenig geschlafen habe, weil es einfach so heiß war? Tief atmen. Was brauche ich gerade? Was ist das eine Ding, was mir jetzt helfen kann? Es gibt auch ganz, ganz tolle Videos hier auf YouTube. Es gibt die Wechselatmung zum Beispiel im Yoga, die dir Energie schenkt. Es gibt energiespendende Yoga-Sessions im Allgemeinen, die du hier machen kannst. Es gibt auch auf meinem Kanal bei meiner Meditations-Playlist Meditationen, die dir Energie und Kraft schenken innerhalb von 5 bis 10 Minuten. Mach sowas. Also hör auf deinen Körper, akzeptiere auch, wenn dein Körper sagt, halt, stopp, Pause. Also wenn dein Körper dir signalisiert, hey, Antriebslosigkeit, hey, keine Energie, keine Kraft, dann darfst du das annehmen, dann musst du Pausen machen, um deinen Körper wieder aufzuladen. Betreibe bitte keinen Energieraub an deinem eigenen Körper. Achte vor allen Dingen jetzt darauf, deinen Körper und dich zu schonen und deine Ressourcen wieder aufzuladen. Und Nummer 5, atmen. Tief atmen. Sich einfach mal hinstellen. Vielleicht willst du das jetzt gerade machen, während du das Video siehst.
hinsetzen geht auch, aber im Stehen finde ich das tatsächlich angenehmer. Und einfach mal dreimal tief in den Bauch atmen. Weil wir sind so gehetzt und hier und da und dort, wir merken gar nicht, dass wir eigentlich nur so nebenbei und ganz flach atmen. Und dabei ist es das Einfachste, was wir tun können, wenn wir den Kopf klar kriegen wollen, wenn wir mehr Energie haben wollen, tief zu atmen. Lass uns das einfach mal machen. Wenn du ein sehr visueller Mensch bist wie ich, hilft dir das auch vielleicht, dir, ich mache das gerne, vorzustellen, wie du weißes Licht einatmest und sich in deinem ganzen Körper verteilt und Schwärze oder was Graues ausatmest. Das ist nämlich das alles, die verbrauchte Energie, all das Negative, was wir nicht mehr haben wollen. Also weißes Licht einatmen und das Schwarze, Verbrauchte ausatmen. Oder stell dir vor, wie klares, kühles Wasser durch deinen Körper strömt und alle Unreinheiten, alles Negative aus dir herauswäscht und über deine Füße in die Erde sinken lässt und die Erde neutralisiert das dann wieder. Das waren meine 5 Selfcare-Tipps für den Sommer. Wenn du noch weitere Tipps hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm gerne einen Daumen hoch, das hilft mir immer sehr. Und zeig dem Algorithmus, dass das ein wichtiges Video ist, was ausgespielt werden darf. Abonnier meinen Kanal, wenn du das noch nicht getan hast. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!